In Trondheim begann die vierte Etappe der Audi Efficiency Challenge mit einem Fahrerwechsel. 40 neue Journalisten und Kunden übernahmen die 20 Autos, um zu zeigen, wie wenig Sprit sie benötigen. Los ging's in Richtung Oslo. Die mehr als 500 Kilometer lange Etappe führte zuerst durch die Stadt, dann ging es durch grüne Landschaften zur Mittagspause. Auf der Strecke lag ein wunderschönes Restaurant in einem historischen Gebäude. In diesem lebenden Museum konnten sich die Teilnehmer mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten für die lange Weiterfahrt in die norwegische Hauptstadt stärken. Bevor es aber weitergehen konnte, mussten ab und zu einige kleine Dinge gelöst werden. Der spricht nicht mehr, ist die Lautstärke vielleicht einfach runter? Ganz leise, ja. Weißt du, wie man die hochstellt? Auf dem Weg nach Oslo gab es unbeschreibliche Eindrücke von der norwegischen Landschaft zu erleben. Trotz aller Bemühungen, so sparsam wie möglich zu fahren, hielten fast alle an, um hier und da ein Erinnerungsfoto zu machen. Die morgigen 625 Kilometer der fünften Etappe dürften für die Teilnehmer auch einige spannende Momente parat halten. Schließlich geht es von Oslo aus durch Schweden in die dänische Hauptstadt Kopenhagen.